Und weiter geht es. Mit einer abgespaceden Folge Space Trucker. Ich meine Star Trucker. Ich weiß nicht, wie ich auf Space Trucker komme. Ja, wir haben jetzt leider am Anfang immer die ganzen Shops nicht mitgenommen. Okay, und wo? Gewichtsprüfung. Ich habe doch gar keinen Anhänger. Warum wollen die mein Gewicht checken? Wiegestation. Okay. Aber warum? Ich muss schnell Kerne kaufen und... Ach man, ich werde gemobbt. Ich habe doch gar keinen Anhänger dran. Ich habe sogar ein Upgrade geholt, dass ich jetzt mehr wiegen darf. Das ist doch Mobbing. Das ist doch einfach nur Mobbing, Leute. Ach. Grandpa Jack hat doch immer gesagt, dass sie hier in diesen Galaxien rassistisch uns gegenüber sind. Red, weight check will start the moment your rig comes to a standstill. Ja. Hand off the throttle. Shouldn't take more than a few seconds. Na gut. Das sieht man doch mit bloßem Auge. Das pure... Achso. Da vorne raus. Mann, sind die großzügig. Das ist Mobbing pur. So, ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt nochmal hier Kerne kaufen kann. Wir brauchen ganz dringend ganz viele Kerne. Geben wir jetzt einmal Vollgas. Dann schauen wir, was Red Eddy für uns hat. Ich hätte ganz gerne irgendwie ein paar einfache Aufträge. Aber warte mal, wie sieht es mit Tank aus? Ja, wir haben ja auch noch einen Kanister drin. Deswegen Treibstoff ist egal. Schade, dass es nicht irgendwie eine Station. Achso, da oben. Starbreak Supplies. Man könnte auch hier nachtanken. Wir haben ja den Kanister, oder? Aber eigentlich wäre es eine gute Stelle gewesen jetzt zum Tanken. Aber ich habe so wenig Geld. Wir haben nur einen Shop hier. Sag bitte, der hat zwei Kerne. Die sind über mir. Was? Warte mal. Kann man das sammeln? Ist das Gratis-Kram? Muss ich damit den Anzug raus? Ich glaube ja, ne? Na, immer her damit. Der Anzug ist aber voll. Deswegen passt das erstmal. Cool. Ich hätte vielleicht doch ein Stück näher ran sollen, aber hey. Was haben wir denn da? Benzin. Hat den immer verloren? Wo ist mein Truck? Alter. Okay, wir verbrauchen einmal Sauerstoff. Mal gucken, wie viel wir verbrauchen. Können wir es einfach reinwerfen? Verstehe. Hä? Also muss ich das erstmal hier... Ist sogar voll.
Geil. War da nicht noch was? Also ich weiß da, aber da war doch noch ein drittes Ding, oder nicht? Oh, so ein Kern wäre ganz geil. Oh, da hinten ist ja noch was. Ein Kern, ja. Oh, wie nice. Energiezelle, ihr wisst, was ich meine. Gut, 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 gut. Geil, haben wir schon mal ein gratis Dingen. Gut, dass ich da hin bin. Mein Sauerstoff geht zwar langsam leer, aber es lohnt sich. Sparen wir auch einiges an Geld, ne? So Stellen würde ich ganz gerne öfter finden. Das ist ganz cool. Raus da. Geil. Obwohl, warte mal, das andere ist, glaube ich, ein bisschen weit weg, ne? Okay, warte mal. Ich glaube... Da sollten wir lieber noch ein Stückchen näher ran. Noch einmal furzen. Ich meine, da war doch noch ein bisschen was, oder? Aber wir sind jetzt keine Diebe oder so, oder? Oh, habe ich gar keinen Bock. Hätte ich noch irgendwas? Ein Symbol? Anscheinend nicht. Gut. Ich meine, ich hatte ein drittes Symbol gesehen. War doch da, warte mal. Da ist noch was. Muss mal ein bisschen näher ran zu fliegen. Gut, das wollen wir jetzt auch noch. Geil wäre noch eine Energiezelle, aber ich glaube nicht. Geil! Ich bin glücklich, Leute. Was soll ich euch sagen? Ich bin glücklich. So, was ist es? Ich glaube, so ein CPU-Ding, oder wie heißen die Dinger? UKG? Keine Ahnung. Nee, warte mal, ein Karton. Nee. Kiste Wein. Können wir doch auch bestimmt verkaufen, oder? Ja, ist ja gut. Ich glaube, das war's dann aber. Ich glaube, die verkaufen wir einfach. Ja, dann würde ich sagen, der Anzug war ganz gut, deswegen hauen wir hier den nächsten Kern rein. Oh, URK, davon haben wir ein bisschen Ersatz. Hab nochmal Tank. Wo kann ich da überhaupt meinen Tank nachfüllen? Das weiß ich gar nicht. Nice. Aber warte mal, habe ich nicht hier... Den Kern habe ich nicht drin. Deswegen hoffe ich, dass wir irgendwann noch einen Kern kaufen können. Eine Energiezelle. Warum sage ich immer Kern? So, die leere Zelle. Die können wir ja dann noch verkaufen. Aber was ist mit dem Kram hier? Brauchen wir das überhaupt oder können wir das verkaufen? So ein Anbauset und so. Datenkabel. Ich weiß nicht, ob wir das alles brauchen oder ob das einfach so für den Anfang da ist zum Verkaufen und so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall den Wein. Sollten wir auf jeden Fall verkaufen, oder? Können wir da oben reinstellen. Gut, ja. Das ist doch schon mal... Das hat sich gelohnt. Lohnt sich mehr als die Aufträge irgendwie. Also. Gehen wir einmal in den Shop. Und nachdem wir im Shop sind, treffen wir Red Eddy. Und dann gucken wir weiter. Kriegen wir wahrscheinlich einen weiteren Auftrag. So. Ah, nein, das war ein bisschen übertrieben. Gut, ich sehe es ein. Hey, was mache ich da?
Ja. Ja, ich muss bestimmt hier wieder so... Ja, das sieht gut aus. Ganz langsam zurück jetzt bitte. Nicht zu viel. Achso, ich war komplett umgedreht. Oh. Ich war auf dem Kopf. Upsi. Und bitte Energiezellen. Zwei. Zwei wäre geil. Dann wäre ich sehr glücklich. Oh ja. Warte, erstmal den Wein. Wie viel kriege ich denn dafür? Ja, gut. Soll ich einen Kanister verkaufen? Machen wir, oder? Ich weiß halt nicht. Brauchen wir den Kram? Steht halt auch nichts dazu, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich die Lebensmittel hier drin brauche. Putzmittel. Keine Ahnung. Ich würde sagen, dann holen wir uns dafür dann noch... Na, warte mal, das sind zwei verschiedene Energiezellen. Die haben ein bisschen mehr Saft drauf. Minus 1000. Ja, ich würde sagen, wir holen uns alle. Machen dann erstmal den Handel. Energiezellen, ganz wichtig, ja. Ganz, ganz wichtig. Warte mal hier. Die müssen wir auch langsam austauschen. Gut. Wie sieht es hier mit dem Saft aus? Der ist fast leer. Soll ich hier erstmal neben mir stehen lassen? Ich meine, ich werde ja erstmal keinen Unfall bauen. Hoffe ich. Aber warte mal. Und hier? Sieht auch noch in Ordnung aus. Kann ich eigentlich darauf warten, bis der Saft leer ist, ne? Gut. Und wie sieht's hier aus mit... Ja, auch alles in Ordnung. Ist noch genug drin. Würde ich sagen, packen wir die hier rein. Ach, hier habe ich ja auch noch, wo ein bisschen Saft drauf ist. Ich weiß ja nicht, ob ich den Alkohol brauche. Sieht doch ganz gut aus. Wir können ja mal schreiben, ob ich so diesen Kram hier brauche, hier sowas wie Handwerkerbedarf oder so, ob das einfach nur zum Verkauf geeignet ist. Ich weiß es nicht. Den lasse ich erstmal neben mir stehen. Schaue ich nochmal einmal ganz kurz, ob ich nicht doch noch irgendwas brauche. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wichtig ist, der Kram, oder nicht. Die hier, ne? Soll ich die mal austauschen mit den alten? Ich meine, die sind ja nicht teuer. Ich tausche die mal lieber komplett aus. Da bin ich auch schon fast pleite. Ach so. Oh no. Okay, das wusste ich nicht. Jetzt fliegt hier alles rum, oder wie? Ah. Oh. Gut, das wusste ich nicht, dass das vor ausschalten muss. Haben wir auch dazu gelernt. Ach, es ist komplett kaputt gegangen. Ah. Ja, dann bewahren wir uns die anderen vielleicht erstmal nochmal auf, ne? Ich glaube, ich brauche die nur hier und da, ne?
Aber dann haben wir noch mal Ersatz. Ersatz ist immer gut. Das alte Ding runtergeworfen. Das wird dann verkauft. Wenn wir überhaupt noch was dafür kriegen. Ja, warte mal, soll ich dann noch so einen Container kaufen? Kann, darf ich nicht. Man darf nur zweimal kaufen. Super. Jetzt habe ich hier, glaube ich, keinen Platz, ne? Oh doch. Warte mal. Oh nein, was. Oh. Ja, super. Jetzt habe ich hier direkt schon Hot gemacht. Geil. Direkt schon geschrottet. Super. Das habe ich gut hinbekommen. Ich bin ein wahrer Meister. Den lasse ich direkt mal hier. Ich hoffe, ich baue keinen Unfall. Oben ist alles zu. Das sieht erstmal alles in Ordnung aus. Sobald der auf 0% ist, tauschen wir den halt aus. Na, warte mal. Ich kann nichts mehr kaufen, ja? Richtig? Dann geht's weiter. Nicht verfügbar. Ach so, ich bin schon. Hä? Ach so, weil ich wahrscheinlich. Ja, ja, ich verstehe. Ah, kaufen brauchen wir jetzt eh nichts. Weil ich den Dingens da rausgezogen habe, ne? Da haben die mich automatisch rausgekickt, glaube ich. Na dann geht's weiter. Eddie, ich bin auf dem Weg. Sollen wir noch einmal tanken? Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen Geld brauche. Kann ich mich auch verschulden? Ich meine, ich habe ja zwei zum Auftanken. Nee, wir lassen's. Aber wie fülle ich den Tank hier auf? Muss ich nach außen? Ich weiß es nicht. Ja, na klar. I've been thinking about all the long-haul contracts I've taken recently. Those are my favorite kinds of gigs, you know? But they rack up the miles pretty damn fast. Between the distance and micro damage, I end up needing new coats of paint even faster than Sour Candy does. Of course, she doesn't care that much about the style. So, just wondering, how many miles do you have on that rig of yours? Sehe ich das denn, wie viele Meilen ich habe? Keine Ahnung, Mann. That's what I figured. You still got a pretty good warranty on that old girl. Must be nice to still get free repairs. But as handy as that is, the dealerships aren't big fans of customized rigs. But when the warranty's up, you get to do whatever you want with it. You catch my drift? Look. It's simple. You just gotta cluck up 80,000 miles. Then, you can paint your truck however you want. So take some long hauls, joyride around the galaxy and back. And once your warranty expires, give my buddy a visit in Atlas Prime. He'll set you up with a slick new look. Mhm. Gratis, oder wie? Right, I gotta run. So I'll leave you to it. Catch you again soon, LJ. Red Eddie, out. Und dafür bin ich jetzt hier hin? Okay, aber ich kann mich jetzt gratis reparieren, aber ich habe keine Werkstatt gefunden bis jetzt. Wo kriege ich denn hier Aufträge? Da habe ich nichts von Aufträgen gesehen. Jetzt bin ich extra hier hin, ehrlich? Warte mal, Station da hinten, oder? Da hinten kriege ich auch Aufträge, oder? Ich brauche ein bisschen was. Okay, let's go. Hoffe ich doch. Also, Langstrecken sollen wir machen. Begib dich nach Atlas Prime. Aber erstmal nicht. Erstmal machen wir irgendeinen Ah, da hinten doch, oder? Machen wir einen Auftrag.
Könnte ich einfach hier so eine Fracht klauen? Da gibt es ja diese Polizei. Wenn die einen dann erwischen, haben wir Probleme, oder? Kann man die klauen? Oh, warte mal, hier ist ganz viel Schrott am Start. Gibt es hier Aufträge? Ah ja, tatsächlich. Achtung! Ich mache hier wieder Freestyle. Ich glaube. Nein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ups. Ja, super. Jetzt habe ich einfach nur Breakdance gemacht. Was habe ich getan? Komm. Das sieht gut aus. Ja. Gut. Oh, ich bin falsch rum wieder. Ich bin wieder kopfüber. Ups. Aber so können wir auch andocken. Kopfüber wird auch akzeptiert. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Wir haben keinen Auftrag, der gerade läuft. Dankeschön. Danke für die coole Drehung. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich kopfüber bin. Ja, so kann es passieren, ne? Also, was haben wir denn hier? 1 Kilometer. Schrott. Ein Sprung. Ein Sprung ist ja nicht mal so weit, ne? Nächsten. Das sind 2 Sprünge, aber da gibt es 2000. Aber ein Sprung ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. 2 Sprünge. Ach, wir können mehrere Aufträge machen. Und dann können wir 3 Anhänger dran packen, oder wie? Mhm, verstehe. Da müssen wir auch umso mehr aufpassen, ne? Haben wir denn vielleicht irgendwie dasselbe Ziel? Galaxy. Warte mal, was, wenn wir jetzt den hier annehmen würden? Rank Logistics, Star Swift Electric. Sieht halt nicht die Zwischenstopps, ne? So wüsste ich, ob ich vielleicht einen. Wir nehmen erstmal nur einen. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Wir nehmen erstmal den hier, der scheint ganz easy zu sein. Und der bringt 1000. Warte mal, hier. Gewicht, Standard. Batterieschrott ist das. Und wir haben genau gleich viel Zeit, ne? Aber der bringt mehr Geld. Ja, her damit. Sieht nach einem guten Auftrag aus. Alles klar. Her damit. Und da hinten ist schon die Fracht. Sieht es eigentlich aus? Immer noch 10%. Hält sich irgendwie komischerweise ganz gut. Na, da oben ist das ja sogar cool. Doch ganz gut. Nein, 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 runter noch ein bisschen. Oh. Bloß keine Faxen machen hier. Ja.
Alles klar. Na, dann legen wir mal los. Ach, ich werde hier Ah, nee, ich dachte schon. Das ist ein anderer Trucker, oder? Ist das Kontrolle? Ich weiß nicht. Werden wir hier beobachtet? Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt Energiezellen haben. Mehr als genug. Wir haben 2 Tankladungen. Es wäre nur mal geil, wenn wir irgendwie uns ein bisschen reparieren könnten, ne? Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir keine Cracks bauen, weil 1000 Dollar... Oh nee, war das 1000 oder was? 1800? Ich glaube 1000, ne? Jetzt vergessen. Aber war ein guter Auftrag auf jeden Fall. Wir müssen ja irgendwann mal gucken, dass wir irgendwie vielleicht 3 Ladungen gleichzeitig mal mitnehmen oder 2, dass es wenigstens irgendwie mit auf dem Weg liegt, aber ich check nicht so ganz, wo man das erkennen kann, woran. Ihr wisst, was ich meine. So, hier sind keine... Gut. Oh, aufpassen von oben. Keiner, der jetzt hier mir reincrasht. Okay, gut. Okay, ich würde sagen, dann können wir jetzt wieder näher ran. Okay. Sieht gut aus. Ups. Falsche Taste. Oh. Nein. Sehr gut. So. Da ist die Abladezone. Vollgas. Vollgas. Sollen wir uns hier direkt durchquetschen? Ah, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir machen lieber eher... Wir machen es safe. Es ist ja nicht so weit. Das ist mir ein bisschen sonst zu kritisch. Guck mal, wir können da sogar ziemlich schnell hindriften. Funktioniert doch ganz gut. Keiner, der uns hier... Okay, auch kein Müll. Easy Auftrag. Das gefällt mir. So, ein bisschen langsamer. Langsam. Wir fahren jetzt ganz ruhig rein. Okay, ich würde sagen... Das sieht ganz gut aus. Nice, wir haben sogar einen Bonus bekommen, 1500. Frühe Lieferung, vorsichtiges Fliegen. Naja, kein vorsichtig zu sein. Treibstoff, weiter, Level. Gut. So, haben wir direkt hier eine Station nochmal mit einem Auftrag. Aber wir haben da hinten... Und da hinten was? Ich weiß nicht, ob eins von beiden noch ein Shop ist. Aber ich meine, Energiezellen habe ich. Aber ich könnte ja noch mal so einen Container kaufen. Was ist denn da unten? Ist das die Auftragsstation hier? Nee, ne? Das müsste ja in irgendeiner Markierung sein. Wir fliegen erstmal da hinten hin. Leider sieht man das nicht. Oder ist das hier eine Werkstatt eventuell? Weiß es nicht. Zeigen die mir immer noch nicht an, ne? Oh,
nein, 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 nein. Ich bin so ein Loser. Na toll. Das kann ich erstmal wieder reparieren, oder? Das habe ich toll hinbekommen. Natürlich. Das hat sich nicht mal gelohnt. On. Was? Schwer. Warum? Oh. Oh, danke. Nicht gut. So. Oh nein, das war die, die neben mir war, ne? Toll. Warte mal. Seit wann habe ich eine zweite kaputte? Ach so, ja, gerade rausgeholt. Klar, natürlich. Klar, klar, klar. Okay, dann packen wir die erstmal doch da rein. Und hier ist voll. Aber wir können die ja jetzt hier reinpacken. So, erstmal zumachen. Wo ist denn der andere Container? Der Treibstoff. Hä? Ich hatte doch einen zweiten. Passt da nicht hin? Doch. Okay. Ah, weil mein Sauerstoff austritt, ne? Na super. Aber wo ist der zweite Treibstoffkanister? Ich muss erstmal ganz schnell reparieren. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Es lief so gut. Es lief so gut, aber ja. Passieren direkt wieder solche Sachen. Ich muss unbedingt mal in eine Werkstatt rein. Auf Dauer geht das nicht gut. Jetzt habe ich überall nur so Blicken drauf. Hallo? Mann! So. Ja. Ja, mein Truck sieht immer schlimmer aus, ne? Sieht schon echt mitgenommen aus. Gut. So, was war jetzt mit Sauerstoff? Ach, warte mal, ich kann auch auf. Das sieht eigentlich alles ganz okay aus. Ich habe, glaube ich, sehr viel Sauerstoff verloren, kann es sein? Durch diesen komischen Unfall. Ich weiß halt nicht, 7. Soll ich das jetzt schon mal auswechseln? 19. Ich bewahre mir den erstmal noch auf. Sauerstoff, warte mal, hier, wie sieht's hier aus? Gut aus. Den müssen wir bald mal austauschen. Ah, ist noch in Ordnung. Ach ja, ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Mit einem Fail geendet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, bewerten. Und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.